Hallo, hier Darkseer mit The Evil Within Part 10 inzwischen. Ja, beim letzten Mal haben wir, naja, die vielen da erledigt. So viel waren es aber am Ende doch gar nicht. So, bevor ich dahin gehe. Sehr schön. So, ich weiß nicht, was noch. Ich renne jetzt erstmal dahin. Ja, ich weiß, was kommt. Hallo? Nein, du sollst das. Du sollst das aufnehmen, Mensch! So, ja. Hier, nettes Vieh, ganz toll und gruselig und ich hau ab. Scheiße, weg hier! Genau, mach mal auf. Bist du? Hi, tschüss! Ich mach mal hier Licht an, weil ich sehe sonst echt hier gar nichts. Alter! Hör auf dich auszuruhen, die kommt doch noch! Mann! So, was fies ist. Oh, ich hab keinen Schuss. Nein! Ich nehme mal erstmal hier in Ruhe auf. Ist alles cool, ist ja nichts los oder so. Gott. Ich. Mama, kann ich die einfrieren? Wäre cool. Hi! Nein, natürlich nicht. Seit wann kann ich die eigentlich. Egal, was. Was ist hier? Ah, okay. Hi, bye. beim Ausrasten, die Hute. Mehrere Gegner können mit einem einzelnen Streich als verbrannt werden. Ja, das hatten wir schon. Hi. Ach so, normalerweise hätte das... Ah, machen wir das mal schnell. Ah, was muss ich machen? Was muss ich machen? Ich muss noch irgendwas machen können. Ich... Sie ist weg. Ah! Oder auch nicht. Moment. Okay, das ist nicht gewollt. Ach, da muss ich lang. Ich habe keine Schrotflintenmunition benutzt. Beim nächsten Mal werde ich die Schrotflintenmunition erweitern. Also mehr Magazin. Nee, nicht Magazinkapazität. Also mehr, dass wir mehr Munition mit uns tragen können. So. Oh Gott. Ja, okay. Ich nehme das alles mit. Ich nehme alles mit, auch wenn sie hinter uns herrennen wird, wahrscheinlich. Was willst du, verdammt? Keine Ahnung, sie will spielen. Komm, 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 komm. Ich mach das jetzt. Ist egal, sie ist zwar hinter uns her, aber es wird schon schief gehen. Yeah! Komm, hier nochmal. So. Sie kommt durch die ganzen Leichen durch, deswegen verbrenne ich sie alle. Und der hat uns nicht mal was hinterlassen. Zauberei! Ja! So, nutze ich mal die Zeit und... Ich muss mal kurz was eingießen. Also so geht das hier nicht. Irgendwo brauche ich auch mal ganz kurze Pause. Moment, 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 Moment. Und... So, und weiter geht's. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hi! Kann ich hier noch irgendwas machen? Nö. Doch, ich kann hier an... Oder? Geht das? Kommst du her? Kommst du her? Das mag sie natürlich gar nicht. Ich nutze meine Chance. Ist ja nichts los oder so. So, ich hau mal ab. So. Ernsthaft? Ja, ich auch nicht. So, ich, ja, Profil gespeichert. So. Gut. Und mehr Schrot, Munition. Okay. Und noch mehr Schrot, Munition. Sag mal, ist das ein Witz?
Ach nee, das ist Pistolenmoney. Hallo, nimm auf. Okay, hat nichts gebracht. Gehen wir wieder hoch. Ja, es bringt nichts, gegen ihn anzukämpfen. Wir müssen einfach nur hochlaufen. Komm, ein bisschen mehr Geschwindigkeit kannst du ruhig machen. Und dann nehmen wir hier schnell nochmal auf. Yay! Und was soll ich jetzt machen? Was, okay. Gut, dass das ja erst mit Physik und so weiter funktioniert. Also, glücklicherweise nicht. So, Kapitel 4 überlebt. Erstmal speichern. Der Patient, den haben wir durch. Möchtest du... Ja, ich möchte. Was sollte ich sonst für einen Grund haben, hier das mal zu machen? Ja, überlebt. Nächstes Kapitel. Die blutverschmierte, langhaarige Kreatur kann mit Waffengewalt besiegt werden. Was? Da will mich jemand unbedingt einweisen. Ja, das Gefühl habe ich auch. He's watching. We can't leave. Er beobachtet uns oder er sieht uns. Wir können nicht entfliehen. Sowas in der Art. Oh. So, nehmen wir das hier mal auf. Oder ja, meinetwegen auch erst das. Mit, ja, sehr schön. Tagebuch von Sebastian Castellanos, März 2005. Die schlechte Nachricht ist, dass ich einem neuen Partner zugeteilt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Mira jetzt ja gesagt hat. Oh, schön. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Joseph ist ein sehr guter Detektiv und wir sind ein gutes Team. Die Polizei von Crimson City braucht mehr Männer wie ihn und es ist eine Ehre für mich, an seiner Seite zu arbeiten. Aber manchmal fühlt er sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, als dass ein riesiges Loch im Rumpf hat. Nach jedem aufgeklärten Verbrechen werden 10 neue gemeldet. Das KCPD ist wie eine dünne blaue Linie, hinter der die Bürger vor den Verbrechen geschützt sind. Verbrechern. Aber manchmal scheint es, als wäre das Verbrechen in der Überzahl. Ja, so ist das manchmal. Leider. Oder so ist das. Sag ich es einfach mal so. So, das da ist mir jetzt völlig unwichtig. Ich will erstmal das. So, deswegen habe ich nur noch nichts hergestellt, weil man findet eigentlich auch meistens genug. So, dann sollte ich nochmal alles... Ups, durchladen. So, jetzt ist auch... Also jetzt hätte das auch überhaupt angenommen, sonst würde er... Ja, das hier nicht... Ach nee. Ach, fuck it. Ja, ist egal. Ich gehe aber wieder auf das Standardding, weil sonst könnte das problematisch werden. So, wir haben es mal gerade gespeichert, ja. Substanziell für mich am Arsch. Ja. So könnte man das auch sagen. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, was es mit diesen Zeichen auf sich hat. Kommt auch, glaube ich, nie im Spiel wirklich raus. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Ach so. Okay, gut. Nehmen wir erstmal diese Zeitung auf. Ermittlungen stocken. Ermittlungen im Fall des Serienmörders stocken. Gemeindeverhalten optimistisch. Wieso das? Da es keine neue Spürung gibt, geht die Polizei davon aus, dass der Serienmörder entweder untergetaucht oder weitergezogen ist. Ob das jetzt wirklich ein Grund ist, optimistisch zu sein, ist jetzt mal eine ganz andere Sache. Ja... Okay, hier ist nichts weiter, hier sind auch keine weiteren Vermissten oder so. Einen Schlüssel haben wir. Nutzen wir doch die Chance. Achso, hier können wir ja nur alles ganz sanft aufmachen, weil... Naja. Substanziell am Arsch. Ja, nee, das ist jetzt gerade mal die Hälfte der Zeit. Ich habe leider es falsch eingestellt, aber jetzt... Weitere 10 Minuten.
So, wir können hier ein weiteres öffnen. Und wir fangen einfach mal hier an. Na, komm, öffnen. Und wir haben Sachen, die wir schon haben. Toll. Wir haben Sachen, die wir schon haben. Das ergibt Sinn. Ja. Dann... Oh. War schön, dass die Tür auf beide Seiten aufgeht. Also... Super Technik. Gut, dann machen wir erstmal wieder Gel. Oh, ich will die ganze Zeit hier auftreten. So. Machen wir die hier. Ja, 3800, ja, mal schauen, vielleicht kriegen wir da was. Aber eigentlich will ich auf die 50... Auf die 50.000 sparen. Man erinnert sich, Quallenbolzen, Harpunbolzen. 50.000, aber es würde sich auch lohnen, es würde sich richtig lohnen, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Spritzenwirkung wäre natürlich auch irgendwo cool, aber selbst das Geld haben wir gerade nicht. Also, Gel. Schaltmultiplikator. Also, was mich ja jetzt irgendwie noch so ein bisschen rollt, ist, dass wir nicht so viel Schrotflintenmunition mit uns tragen können, aber da fehlt uns auch noch einiges. Ha. Das wäre halt noch cool. Und hier noch ein bisschen mehr. Ach nee, ich warte jetzt wirklich erstmal ab, bis ich das hier voll habe. Aber die 50.000, das wird dauern. Das wird richtig dauern, bis ich das zusammen habe. Aber Spritzen dauert auch nicht. Nee, ich warte wirklich erstmal auf die Quallenbolzen. Also munitionstechnisch müssen wir halt nur darauf achten, dass wir halt immer wieder alles wegballern. Wenn es notwendig ist. Tja. Gut, den Rest brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Na gut, dann speichern wir die nochmal ab. Und gehen dann weiter. Eins interessiert mich allerdings noch. Ich weiß nicht, ob es eine Relevanz hat, aber... hallo? Mach auf. Du sollst... Ach nee, das ist ja nicht unser Raum. Hier müssen wir rein. Nur noch mal gucken, ob ich hier noch irgendwie, naja, was Neues ist. Aber, ja, sieht aus wie immer. Na gut. Okay, dann noch mal abspeichern und dann geht's hier wieder raus. Kapitel 5, innere Tiefen. Ja. Überschreiben, ja natürlich. Okay, dann wieder zurück. Oh, nein. So. Profil gespeichert. Ich mache mal nochmal. Stop. Aufnahme wurde gespeichert. Aufnahme wurde begonnen. Gehen wir wieder raus. So. Ah, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Okay, Moment. Nein. So war das nicht gemeint. Wir bräuchten wieder Spitzen. Ich will... was will ich? Ich will die Schrotflinte. Die ist hier jetzt sehr praktisch. Kapitel 5. Innere Tiefen. Ja, hier... Das hört sich richtig gut an. Die wird das wohl nicht gewesen sein, aber ich gehe lieber auf Nummer 6 an. Ich vertraue nichts und niemanden. So, hier. Munition. Ich höre noch was. Und wo ist wieder so ein Vieh? Doch, da hinten ist er. Ah. Ich bin gerade über Schirm gelaufen. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Ah.
Okay, hier hat einer sehr starken Husten. Na toll, so ein Vieh. Ja. Gut, das Vieh ist weg. Jetzt haben wir weitere Streichhälter und nochmal Gel. Schön, schön. Ich kann das am Ende wieder nutzen. So, jetzt ist unter diese Vieh unterwegs. Ja, ich bin jetzt natürlich leise, weil ich will das Vieh noch nicht auf nichts aufmerksam machen. Nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich will natürlich erstmal hier alles soweit durchlooten. Sicher ist sicher. Und natürlich nicht dabei überrascht werden, deswegen sicher ist sicher. Ja, hier sind wir auf ein tolles Bett und hier ist, weiß ich nicht, was verschüttet worden und ja. Okay. Ah, der ist da hinten. Na, komm. Sollten vielleicht unser... Oh, nee. Hier drin sollten wir unser Licht nicht ausmachen. Nein, ist auch nichts weiter. Wir sollten auf jeden Fall aufpassen. Wir müssen jetzt nur auf ganz genau schauen. Erstens pfützen und zweitens. Nicht mit mir. Okay. Schrotflintenmunition. Schrotflintenmunition auch, ja. Aber Schrotflinten sind natürlich perfekt für diese Viecher, weil die streuen gut. Man muss einfach nur ungefähr zielen und ja, das reicht schon. Pistolen. Also Revolvermunition ist natürlich auch super. Da gehe ich gleich rein. Aber man verballert so viel, wenn man nicht direkt auf den Kopf zielt. Und deswegen ist Schrotflinte natürlich am besten. Ja. Achso, jetzt könnte ich eigentlich schon wieder auf. Okay. So. Scheiß auf die Ruhe. Was haben wir hier? Ah ja. Netter Stil. So. Wir waren eigentlich auf der Suche nach Leslie, beziehungsweise der Arzt dürfte jetzt noch bei Leslie sein oder der Psychiater wahrscheinlich eher. Das heißt, oh, also langsam lohnt es sich. Hier haben wir eine Flasche. Ist das nicht toll? Sieht aus, als müsste ich nach unten. Ah, das sieht wohl so aus. Ich will nur noch mal gucken, ob hier nicht irgendwie noch was ist. Nö. Na gut. Ja, gehen wir einfach runter. Na komm, runter mit dir. Ob das bei den Ratten genauso ist? Alter. Alter. Wo? Hallo? Wo ist diese Kackratte jetzt mit den... Moment. Erstmal Gel und Munition, weil die haben wir jetzt gerade sinnvoll verschossen. Ah, hier ist es. Sophie, bleib mal stehen.
Schon wieder ein Schlüssel. Also mit den Schlüsseln, das ist super. Wir finden. Also wir werden definitiv ganz viel finden. Ja, aber wie es weitergeht, das seht ihr. Oh Gott, ich sehe wieder so viel aufblicken. Das seht ihr in der nächsten Folge. Dies war es von der 10. Folge von The Evil Within. Euer Dark Server, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann.